Das kleine Pinguru. Pizza und Kekse. Am nächsten Tag geht es Katali wieder etwas besser. Sie nimmt wie jeden Morgen ein paar Tabletten aus einem kleinen Turm mit verschiedenen Fächern und atmet tief durch. Die Schmerzen sind stets anstrengend und auf Arbeit wird es nicht besser. Dem kleinen Pinguru gefällt das ganz und gar nicht. Aber was soll es dagegen tun? Was möchtest du denn heute machen? Erkundigt sich Katali beim kleinen Pinguru, schneidet den Frühstückstoast klein und schiebt ihn hinüber. Da muss gar nicht lange drüber nachgedacht werden. Ich möchte dem netten Pizzaboten ein paar Kekse vorbeibringen, antwortet das kleine Pinguru. Hätte man ihm gestern schon geben können, als Dankeschön. Immerhin hatten wir eine Gratispizza und geholfen hat er auch. Das hält Katali für eine überaus liebe Idee und so steht sie auch gleich auf, geht in den Flur und schaut auf dem Flyer nach, wann die Pizzeria öffnet. Ab 12 Uhr kannst du dort wen antreffen, aber dass du mir bloß ein paar Kekse hinbringst. Nicht nerven oder im Weg herumstehen. Haben wir uns da verstanden? Das kleine Pinguru weiß gar nicht, was Katali hat, schielt etwas auf den Toast und nickt dann halbherzig. Rasch gibt es noch eine Wegbeschreibung und dann muss Katali auch schon los zur Arbeit. Den Vormittag über nutzt das kleine Pinguru, um die schönsten Kekse herauszusuchen und in eine kleine Dose zu tun. Gerne würde es noch eine Schleife drum binden, doch irgendwie will das Band nicht halten. Ohne geht es gewiss auch. Um kurz nach 11 Uhr stopft sich das kleine Pinguru den kleinen orangenen Teddy mit nur einem Auge und einem blauen Ohr in den Beutel. Dazu die Dose mit Keksen und den Geldbeutel. So bepackt verlässt es die Wohnung. Einen Schlüssel braucht es nicht mitnehmen, da es damit eh nicht umgehen kann. Wenn es vor Katali wieder daheim ist, klingelt das kleine Pinguru zumeist bei den direkten Nachbarn. Ein wahnsinnig liebesbereites älteres Ehepaar, welches sich über lieben Besuch stets freut. Selbstbewusst watschelt das kleine Pinguru die schöne Aussicht entlang und biegt in die Straße am großen Feld. Von Feldern ist an der Straße weit und breit nicht zu sehen. Alles bebaut und voll mit Wohnhäusern. In ihrer Kindheit hat es wohl hinter der schönen Aussicht, also am Ende der Sackgasse, Felder gegeben, hat Katali einmal erzählt. Rüben und andere Dinge wuchsen da. Doch nun sind da auch lauter Wohnhäuser und ein großer Spielplatz. Munter hüpft und watschelt das kleine Pinguru die steile Straße abwärts. Schon von Weitem ist die nächste größere Straße zu sehen, mit den Straßenbahnschienen in ihrer Mitte. Sogar den Hochbahnsteig kann man bereits erblicken, als das kleine Pinguru sich auf einen besonders steil abfallenden Bereich der Straße konzentrieren muss. Bloß nicht stolpern. Heil kommt das kleine Pinguru unten an, überquert an der Fußgängerampel die Straße und betritt wenig später den Hochbahnsteig Eggeweg. Eine Fahrkarte braucht es nicht kaufen, denn es hat im Geldbeutel eine Monatskarte. Wenn man sich viel und spontan in einer fremden Stadt umschauen will, ist das einfach ein Muss. So findet das kleine Pinguru. Es dauert etwa 10 Minuten, bis die Straßenbahn einfährt. Linie 1 in Richtung Senne. In Bielefeld gibt es 4 Hauptlinien der Straßenbahn, jede mit einer eigenen Nummer, 2 Richtungen und einer Farbe. Die Linie 1 ist blau und die Haltestelle, zu der das kleine Pinguru muss, ist auch gar nicht weit. Es verlässt den Stadtteil Gadderbaum und fährt hinein nach Brackwede. Die anderen Fahrgäste mustern das kleine Pinguru mit den verschiedenen Gesichtsausdrücken. Verwirrung, Neugier, Abscheu, doch solange niemand die Fahrt behindert, ist es dem kleinen Pinguru egal, wie die anderen gucken. Es hat sich daran gewöhnt, dass Menschen etwas engstirnig sind und Fremden gegenüber oft weniger aufgeschlossen, als sie selbst behaupten. Im Brackwede angekommen, watschelt das kleine Pinguru eine kleine Seitenstraße empor, stemmt sich mit aller Kraft gegen eine gläserne Tür und bekommt sie nicht auf. Sie ist einfach zu schwer. Dahinter sieht es Stufen und den Eingang zur Pizzeria, doch weit und breit ist niemand zu sehen, der helfen kann. Es ist blöd, so klein und schwach zu sein, doch aufgeben möchte das kleine Pinguru nicht. Irgendwann wird schon jemand kommen, der hinein will, und dann geht es einfach mit. Entschlossen lässt es sich auf der Bordsteinkante nieder und wartet. Warten ist eine wahnsinnig langweilige Sache. Minuten kommen einem vor wie Stunden und Stunden wie Tage. Zum Glück braucht das kleine Pinguru nicht ganz so lange zu warten, bis jemand die Straße hinaufgekeucht kommt, und wie glücklich ist es, als es direkt Lorenzo erkennt. »Kleines Pinguru, was machst du denn hier?« begrüßt der freundliche Mann das kleine Pinguru direkt. »Ich wollte zu dir«, erklärt es und rappelt sich sogleich auf. »Zu mir?« Lorenzo ist sichtlich verwirrt. »Ja«, bekräftigt das kleine Pinguru, kramt in dem Kängurubeutel und zieht die Dose mit den Keksen hervor. Dabei fällt ihm der orangene Teddy hinaus.
Ein Glück, dass Lorenzo so gute Reflexe hat und ihn direkt auffängt. Freundlich lächelnd reicht er dem kleinen Pinguru den Teddy und nimmt dafür die Keksdose entgegen. »Dankeschön«, sagt er sichtlich erfreut und überrascht. »Magst du mit mir reinkommen?« Da sagt das kleine Pinguru natürlich nicht nein. In einer Pizzeria ist es noch nie gewesen und außerdem mag es Lorenzo sehr. Die Kollegen schauen nicht schlecht, als sie den unerwarteten Gast erblicken. Lorenzo scheint das aber nicht weiter zu stören, betritt mit dem kleinen Pinguru die Küche, nimmt zwei Schürzen vom Haken und reicht eine davon dem kleinen Pinguru. Die Schürze ist natürlich viel zu groß, doch mit ein paar Handgriffen ist das Problem auch behoben. Es werden ein wenig Stoff umgeklappt und Zipfel verknotet, die Kollegen lachen amüsiert bei dem Anblick. Wenn du in der Küche sein möchtest, brauchst du eine Schürze und saubere Flügel. Gemeinsam waschen sich Lorenzo und das kleine Pinguru Hände und Flügel und schon geht es an die Arbeit. Geduldig zeigt Lorenzo dem kleinen Pinguru, wie ein Pizzateig nur leicht ausgerollt und schließlich in der Luft herumgewirbelt wird. Das sieht bei Lorenzo so einfach aus, dass es das kleine Pinguru auch versuchen möchte. Kurz darauf trägt es einen Teigfladen als Hut. Vielleicht möchtest du doch lieber beim Belegen assistieren, erkundigt sich Lorenzo. Eigentlich möchte das kleine Pinguru schon gern lernen, wie das mit dem Wirbeln des Teiges so geht, aber vielleicht ist dafür ein andermal der bessere Zeitpunkt. Sobald Lorenzo seine perfekten Pizzaböden auf der Arbeitsfläche ablegt und mit einer Kelle etwas frische Tomatensauce darauf verteilt hat, darf das kleine Pinguru Käse darüber verteilen. Da es den Schnabel nicht benutzen darf, stellt es sich auf die Arbeitsfläche und schiebt vorsichtig etwas vorbereiteten Käse aus einer Dose auf die Pizzen. Auch manche Belege darf es so verteilen. Ab und an hilft Lorenzo etwas nach, damit es auch wirklich gleichmäßig ausschaut. Die Kollegen haben ihren Spaß mit dem Duo und als ein paar Gäste mitbekommen, dass ein Pinguru in der Küche hilft, möchten sie ihre Speisen sogar vom kleinen Pinguru persönlich belegt bekommen. Da darf es dann sogar den Schnabel benutzen. Ganz aufgeregt hilft es den ganzen Tag und vergisst völlig, wie die Zeit vergeht. Irgendwann ist es wird bereits dunkel, muss es doch kurz an Katali denken und bittet darum, zu Hause anrufen zu dürfen. Das erledigt Lorenzo persönlich und so taucht wenig später auch Katali in der Pizzeria auf. Sie hat sich bereits Sorgen gemacht und ist nur erleichtert, dass alles so gut gelaufen ist. Da sie noch nichts gegessen hat, bestellt sie sich eine Pizza und darf dabei zuschauen, wie Lorenzo und das kleine Pinguru sie gemeinsam zubereiten. Irgendwann ist der letzte Gast gegangen, die letzte Bestellung erledigt und es herrscht Feierabend. Das war ein langer, anstrengender, aber auch spaßiger Tag. Lorenzo begleitet Katali und das kleine Pinguru zur Straßenbahn. Er muss noch etwas weiter fahren als die zwei. Er bedankt sich noch einmal für die Kekse und möchte gerade das kleine Pinguru etwas fragen, da ist es auch schon eingeschlafen. Hilfsbereit wie Lorenzo ist, steigt er am Eggeweg aus, trägt das kleine Pinguru die steile Straße hinauf und legt es schließlich im kleinen Schlafzimmer ins Bett. Katali bietet ihm noch etwas zu trinken an, bevor er aufbrechen muss. Doch von all dem bekommt das kleine Pinguru gar nichts mehr mit.